Hallo, moin zusammen. Das ist der Natch Leadership Podcast hier on air. Mein Name ist Anja Niekerken. Ich freue mich, das sind die Mittwochsgedanken. Heute Morgen habe ich über einen alten Film, naja, so alt ist er jetzt auch noch nicht, aber ich bin ja auch nicht mehr die Jüngste, aber ich bin auch nicht so alt, finde ich. Anyway, ist gar nicht das Thema. Über einen Film nachgedacht, Die Indianer von Cleveland. Die Leute, die in meinem Jahrgang sind, werden den Film noch kennen. Es ist, geht um ein Baseballteam, das ja, aus Losern sozusagen bestückt ist. Aber diese Loser haben alle gute Fähigkeiten. Man muss sie nur entsprechend aus ihnen rauskitzeln. Und natürlich macht der Trainer das, irgendwie funktioniert das alles. Und Charlie Sheen spielt den Pitcher, Wild Thing. Den Spitznamen kriegt er natürlich erst später. Auf jeden Fall ist es so, dass der Typ echt Wumms im Arm hat, aber er trifft nicht dahin, wo er hintreffen soll. Er kann nicht wirklich zielen. Und irgendwann, aus welchem Grund auch immer, kommt der Trainer auf die Idee, boah, vielleicht braucht er einfach nur eine Brille. Und genau das ist es dann auch. Der kriegt dann eine Brille und ist dann natürlich der Weltklasse-Pitcher vor dem Herrn. So, und warum erzähle ich das? Die Frage ist, was kannst du richtig gut, kriegst es aber nicht auf die Bahn? Wo brauchst du eine Brille? Mit anderen Worten, wo musst du dir eine Brücke bauen, um deine Fähigkeiten richtig auf die Bahn zu kriegen? Oder wenn du Führungskraft bist, wo haben Leute von dir richtig gute Fähigkeiten, kriegen es aber nicht so richtig auf die Bahn? Ich gebe dir ein Beispiel. Bei mir ist es zum Beispiel so, dass ich recht gut, recht schnell Dinge runterschreiben kann, auch runter erzählen kann, Podcasts zum Beispiel. Und beim ersten Mal ist es aber nicht so super. Beim Podcast mache ich das so, ich quatsche ihn trotzdem ein, ich nehme ihn auf, denke kurz darüber nach, hör es mir nochmal an und quatsch dann einen neuen ein. So mache ich das. Das ist die Brücke für den Podcast. Ich gebe dann nicht auf, sondern habe mir eine Möglichkeit gesucht, wie ich da meine Leistung auf die Straße kriege. Beim Schreiben ist es zum Beispiel so, dass ich erstmal alles runterschreibe und dann lege ich es weg. Und dann gucke ich es mir am nächsten Tag nochmal an. Und dann verbessere ich die Sachen und dann wird es auch besser. Dann wird es auch wirklich gut. Das sind meine Brücken, beziehungsweise das ist meine Brille, wie ich meine, ja, bing, ich habe eine Mail gekriegt. Anyway, wie ich meine Sachen auf die Reihe kriege. Was ist deine Brille? Wie könntest du jemandem, ja, eine Brille verpassen, beziehungsweise dir selber eine Brille verpassen? Habe ich noch ein Beispiel für andere Leute? Naja, zum Beispiel, ich habe das auch schon öfter gesagt, wenn du einen Mitarbeiter hast, der eine bestimmte Stärke hat, aber auch eine bestimmte Schwäche. Dann stell ihm doch einen Mitarbeiter an die Seite, der die Schwäche des anderen ausgleicht. Das musst du natürlich vorher ansagen, sonst gibt es Hauen und Stechen. Aber wenn das angesagt ist, dann ist vielleicht ein Kollege die Brille des anderen Mitarbeiters. Das wäre auch so ein Beispiel. Also, wenn du richtig Wumms im Arm hast und nicht triffst, dann brauchst du eine Brille. Was ist deine Brille? Das war's von mir für heute vom Natural Leadership Podcast. Mein Name ist Anja Niekerken. Ich freue mich, wenn du auch beim nächsten Mal wieder reinhörst. Ich gucke gerade, wann kommt dieser Podcast raus. Am 15. Mai habe ich den geplant. Aktuell, wo ich den Podcast aufnehme, gibt es noch 2 Plätze im Natural Leadership Balance Seminar. Wenn du also dabei sein willst, kannst du dich noch schnell anmelden. Das Ganze startet am 5. Juni. Also, angemeldet. Ich freue mich, wenn du dabei bist. Tschüss, bis zum nächsten Mal.